Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. So, die nächste Frage, die mich erreichte. Geht in die Richtung Politik. Wie schaffen wir es, ein bundesweites Netzwerk von Müttern mit toxischen Ex zu erstellen, um gemeinsam Druck auf die Politik auszuüben, damit sich zumindest vor dem Familiengericht etwas verbessert und in den Jugendämtern, damit wir nicht auch noch Opfer institutioneller Gewalt werden? Sweetheart, ich kann das verstehen, wenn dieser Gedanke hochkommt und sagt, okay, wir müssen jetzt was tun, wir müssen an die Politik gehen. Das Problem, was ich damit habe, bevor ich auf die richtige Antwort noch zurückkomme, und es gibt da ja auch schon entsprechende Bewegungen, ja, aber bevor ich auf die Frage zurückkomme, möchte ich noch einmal darauf eingehen. Wir können uns immer nur darauf konzentrieren, was wir selbst tun können. Du hast Einfluss darauf, nicht unmittelbar, aber zumindest mittelbar, indem du zur Wahl gehst, indem du wählst, indem du die Partei wählst, die mütterfreundlich ist. Und ich werde dir jetzt hier keine Partei nennen. Du musst da selbst recherchieren. Ja? Du musst die Abgeordneten kennenlernen. Du musst dich damit auseinandersetzen. Was für Ansichten vertreten die? Wie stehen denn die einzelnen Parteien zu den Rechten von Frauen? Ja, so, und das ist das, was du tun kannst. Ja, mehr nicht. Und in dem Moment, wo du dich davon abkehrst, von dem Fokus darauf, was andere zu tun haben, damit es dir besser geht, wirst du selbst tatsächlich unabhängiger von den Umständen. Das, was ich überall anbringe, im Club der mutigen Mütter, in meinen Programmen, auch im Cour Royal, ist es, dass du den Fokus von außen auf dich zurückziehst, auf dich zurücklenkst, zu gucken, okay, wie werd ich denn stark? Ja. Und da kannst du dir natürlich 5000 Mal an den Kopf fassen, dass da eine himmelschreiende Ungerechtigkeit da draußen ist. Aber je mehr du dich darauf fokussierst, und das ist das Wahnwitzige dabei, umso mehr verstärkst du das. Und du fühlst dich dann hilflos, weil du nichts tun kannst. Und dann gibt's dann die institutionelle Gewalt. Und du siehst dann auch nur die institutionelle Gewalt und nicht die Gerichtsurteile, die für die Mütter und für die Kinder getroffen wurden. Ja, weil diese Frauen sehr souverän im Gericht aufgetreten sind. Nicht mit einer Hilflos- und Opferattitüde, sondern weil sie sich auf ihre Rolle bedacht haben und sich darauf konzentriert haben, gesagt haben, okay, ich zeige oder ich nehme jetzt die Position des Kindes ein und war und vertrete das Kind vor dem Richter oder vor der Richterin. Und werde dem Richter oder der Richterin zeigen, was die beste Entscheidung für das Kind ist. Wenn ich aber gar nicht diese Haltung habe, wenn ich glaube, dass ich zu schwach bin, dass alles abgekartet ist, dass alle Entscheidungen schon vorweg getroffen wurden, dann werde ich dafür Beweise finden, hundertprozentig. Und ich kann dir aber vor allen Dingen aus den Geschichten, die ich mitbekommen habe von meinen Cour Royal-Kundinnen und dem Club der mutigen Mütter, gibt es viele Beispiele von Gerichtsverfahren, die anders gelaufen sind, wo die Frauen sich wertgeschätzt und respektiert gefühlt haben, wo die Richter und Richterinnen auf die Frauen eingegangen sind
und sehr wohl über die Zeit erkannt haben, was das für Menschen sind. Es ist schon gut, natürlich, wenn im Hintergrund es Menschen gibt, die auf die Politik einwirken, wenn wir eine Lobby haben, genau wie die Väterlobby. Ja. Das Problem ist halt immer nur, wenn wir uns auf Sachen konzentrieren, die wir selbst überhaupt nicht in unserer Kontrolle haben. Ja. Also sofern du gute Connections hast in die Politik, inwiefern du selber Funktionär oder Lobbyistin bist, nur zu. Geh da rein und mach die darauf aufmerksam, auf Hanebüchen-Urteile, die in der Vergangenheit gefallen sind. Aber wenn du damit nichts zu tun hast und du meinst jetzt in deiner Hilflosigkeit, da jetzt Zampano machen zu müssen und jetzt kommt, lasst uns eine Vereinigung gründen, ja, dann gehst du nicht unbedingt den Weg des geringsten Widerstands, was ich normalerweise auch empfehle, ja. Nämlich den Weg des geringsten Widerstands, also auch die leichte und direkte und das, was vor der Nase liegt, zu tun und nicht das, was am schwierigsten ist. Und ja, es gibt ja schon politisch engagierte Vereine und Gruppen und Gemeinschaften, die in unserem Sinne bei der Politik oder in der Politik was bewirken werden und wollen und sich dafür engagieren. Das sind halt nur mal die MIAs, die Mütterinitiative für Alleinerziehende. Ja. Und die findest du unter die MIAs, also die-mias.de. Und schau doch mal auf deren Seite, ja. Diese Vereinigung ist wirklich klasse, sehr engagiert und da geht auch was, ja. Und unterstützt die MIAs, ja. Spende, gib Geld. Aber wenn du selber dich nicht politisch, also wenn du merkst, dass dich das Anliegen an sich eher schwächt als stärkt, dann würde ich eher sagen, schau lieber erstmal in dem Bereich, wo du selbst etwas tun kannst, ja, wo du dich stark fühlst, wo du aus dieser Hilflosigkeit rauskommst. Okay? Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.